Hallo und willkommen zurück. Wie ihr seht, Frankie Boy ist wieder alive. Denn mir ist in dem Moment eingefallen, warte mal. du musst ja irgendwie diese, du musst ja Garrett irgendwie einsperren. Und ich meinte mich zu erinnern, dass in diesem Beichtstuhl irgendwas drin gewesen war. Ich weiß auch nicht mehr was, aber ich weiß, dass da irgendwas drin ist. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal ausprobieren, wie das ist, wenn wir die vorher aufmachen, weil das haben wir ja vorher noch nicht gemacht. Und, aber dadurch, dass das halt alles schon was länger her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich es einfach überhaupt nicht mehr im Kopf, wie das war. Nur ich hatte halt diese böse Befürchtung, deswegen habe ich jetzt alles nochmal nachgestellt. Das ist echt Chaos, was ich hier mache. Und... Eine ab. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Tatsache. Ein Brett. Das nehmen wir uns nämlich dann mal. Haben wir eigentlich Poki schon zu Wort kommen lassen? Nach dem Abschluss von Edna bricht aus, muss ich sagen, war ich der unumstößlichen Meinung, ich habe mein gespaltenes Verhältnis zur Religiosität noch nicht ausreichend zur Schau gestellt und darum, also nicht nur darum, aber auch darum, spielt Harveys neue Augen zum Teil eben in einer Klosterschule und was wäre eine Klosterschule ohne Kapelle? Und ja, besonders der oft benutzte Beichtstuhl links vorne im Bild gibt natürlich nicht nur einige Rätsel auf, sondern auch ausreichend Gelegenheit nochmal zu demonstrieren, dass Lilly so einiges zu beichten hat. Und besonders schön finde ich die Stellen, wo sie im Beichtstuhl verschwindet und einfach nur murmelt. Des Weiteren ist natürlich das wackelige Kreuz ein sehr hübsches Symbol, das hier im Hintergrund umgedeutet wird sozusagen. Ein kleines Insider-Wissen hier an dieser Stelle. Und zwar der Frank, der übrigens auch von René benannt ist. Von allen Namen, die halt irgendwie noch viel zu gewöhnlich klingen, die hat sich René einfach lässt als Platzhalter. Und wir sind nie dazu gekommen, zusammen diese Namen auszutauschen durch tatsächliche echte Namen, wie sie in einem unserer Spiele vorkommen, wie Freeman. Also viel naheliegendere Namen, die wir halt normalerweise benutzen. Stattdessen haben wir hier noch einen Frank und eine Birgit. Aber der Frank, der wird tatsächlich gesprochen von einem ganz neu entdeckten Sprachtalent von uns. Und zwar dem guten Gunnar Gamden Bergmann, der eben nicht nur hinter dem Mikrofon steht, bei etlichen Spielen mittlerweile, weil er unglaublich variantenreich ist und großartiger, begabter Sprecher. Nein, er leitet bei Harveys Neue Augen unsere Animationsabteilung, denn so ist er überhaupt zur Firma gekommen. Als Animator und er ist schon seit Ewigkeiten bei Dedelic mit dabei, in vorderster Front der Animatorenriege, bei Harveys Neue Augen das erste Mal in leitender Position. Hier hatte er die undankbare Aufgabe, den Animatoren beizubringen, wie man hässlich animiert, denn die Vorlage war ja meine Animation, die ich halt in Edna durchaus alle noch selbst machen musste und meine sehr vereinfachten Figuren. Ja, da mussten einige Animatoren ihre großen künstlerischen Begabungen weit zurückschrauben, um halt diese wenig geframten Edna bricht aus Animationen hinzubekommen. Es ist nicht überall geglückt. An manchen Stellen sind die Animationen noch viel, viel zu gut und flüssig. Ach schön. Ja, so. Das Problem ist, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal das Rätsel. Es tut mir so leid. Was, Nano? Aha. Es tut mir so leid. Hm. Aber ich darum, ja, so ist. Warte mal. Jetzt, so versuchen wir es nochmal. Ach, jetzt habe ich das doppelt drin. Mist. So, dann kommt das aber. Das rein. Dann kommt. Hier kommt jetzt mal der rein. Versuchen wir erstmal das hier. Kommt. Der Löwe noch? Nee, nicht der Löwe. Da kommt das hier rein. Der Löwe kommt da rein. Hier fehlt noch das Schwein. Dann fehlt hier noch das hier. Und dann fehlt hier noch der Löwe. So. Und jetzt kommt, warte mal, dann kommt das hier hin, das kommt hier hin und das kommt hier hin. Ja, ja, das ist dann. Ja, ich bin voller Pro-Gamer. So. Nun, da Frank mit dem Buch. So.
Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh nein. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. So. Es kommt davon, wenn man sich die Sachen nicht richtig anguckt. Jetzt können wir aber den Herren hier einsperren. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Kriege ich dein Messer her, um das rauszukratzen? Aber ich hab... Wir holen uns jetzt erstmal... Na, Schei, wo ist denn Zucker? Wo ist denn Zucker? Schei, wo ist denn Zucker? Oh. Hallo, Lilly. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool. Nicht weil irgendwo... Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Hm. Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Ist Riot Girl nicht eher voll Gumbo? Ich hab voll die Special-Begriffe Was ist das? Also da haben wir schon mal den Ballon. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Ich habe gerade einen ganz bösen Gedanken. Wir haben da einen Ballon in einem Kronleuchter und da unten haben wir einen Clown. Hallo Clown. Das sieht ja aus, als wärst du aus dem Stephen King Roman entsprungen. Na? Lach mal. Igitt. Noch eins von der Sorte. Oh. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Ach, jetzt sei mal nicht so, aber du bist doch... Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Na, heißt du auch Mario? No. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies. Weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Oh, super Idee. So ein Dreck. Ach, sei doch nicht so. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Auch diese Auswahl. Ein Pudel, eine Giraffe, ein Pterodactylus, ein Schraubenschlüssel,
die menschliche DNA ein Hypercube. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Ach Mensch, und was ist mit... Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Wie wär's denn mit dem Schraubenschlüssel? Einen Schraubenschlüssel? Hm, warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Das kriegt ja wenigstens hin. Oh, ich habe eine Idee. Aber erstmal reden wir. Das sieht da, wenn ich es mal anmerken darf, sieht das da sehr falsch aus. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Schön. Ich hab da so eine Idee. Leute, ich hab da eine ganz böse Idee. Wir haben da so eine Kronleuchterbefestigung. Und wir haben da einen Schraubenschlüssel, wenngleich auch aus einem Ballon gefällt. Oh, nein. Oh, oh. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber... sie tat es trotzdem. Ich liebe den Erzähler. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Dieser Erzähler ist so geil. Ach, ich sehe auch schon unsere beste Freundin Edna. Das liebe, freundliche Gesicht. Und ich höre doch schon wieder einen kleinen... ja, da ist doch wieder ein Freund am Pinseln. Zigaretten? Ja, die nehmen wir doch mal mit. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Da wird die liebe Lilly ihm jetzt nachlaufen, weil er ja so in Eile war und ihm die Zigaretten wieder mitbringen, ne? Und wir können den Ballon nehmen. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Okay, ach ja, in die Kapelle. Da holen wir jetzt mal das Schwere. Das Kloster stirbt langsam echt gänzlich aus. Irgendwann gibt es hier sicher gar keine Menschen mehr. Gucken wir doch mal, wie es der lieben Birgit so geht. Hoffentlich fühlt sie sich nicht mehr so schlecht wegen der Frau Oberin und so. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Hey, dieses Spiel. Das ist... oh. Ja, da bin ich... ich bin aber froh, dass du es auch geschafft hast, ne? Also, die andere Arbeit, die war ja mal gar nichts. Wo ist Petra nur hin? Ist die nach Hause gegangen? Ist sie schon schlafen? Ach, schau mal, einer von unseren Freunden. Der macht da seine ganz eigene Kunst. Alter. Gehen wir doch mal zur Frau Oberin und zeigen ihr das neue Bann. Das ist unglaublich. Die Kinder. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly.
Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ob sie das noch mitkriegt. Weil die Birgit ist ja nach Lilly Hause. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Boah, ein Fest. Schön dekoriert. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick-Tick-Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Okay. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Tja. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Wir räumen auf und nehmen die Kuchen mit. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Oh, der Erzähler ist einfach so nett. Dann nehmen wir das hier mit. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Passen wir so lange für Birgit darauf auf, weil Birgit ist ja nicht da, deswegen, die kann das ja nicht so rumliegen lassen. Wir nehmen das so lange in Verwahrung, bis Birgit es nehmen kann. Aber das heißt, wir sind offiziell Pfadfinder, Halleluja. Gib mir die Knarre. Hey, das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Aber guck doch mal, Alter. Guck doch mal. Komm mal hier. Aber das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha! Da leckt mich doch einer an Was? meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und. Ja, das heißt, Muskete, du gehörst mir. Bäm. Ich will den Gral mitnehmen. Bin ich die Einzige, die es bedenklich findet, dass unsere liebe, liebe Lilly ein Pfadfindermesser, eine Muskete und ein Ritterschwert dabei haben, plus Zigaretten? Ich bin gerade leicht nervös. Ich finde das irgendwie bedenklich. So, was machen wir denn als Erstes? Gehen wir doch mal zur lieben Doris. Die braucht doch ein Messer. Doris, ich hab hier was, guck mal, Doris, guck mal. Ups, nein, das hier. Guck mal, Doris. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja, die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Oh, das ist einfach so schön. Oh, leere Motorsäge, na super. Gehen wir mal. Ach ja, ich wollte ja Shawnee abknallen. Da fällt mir doch glatt was ein. Shawnee, guck mal.
Peng, in die Rübe. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Guck mal, was haben wir denn hier alles? Willst du Zigaretten? Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauch ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Ja, aber sowas von tough hier. Aber ich will doch schießen. Auf Shawnee. Lily hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigene. Na dann nicht, dann gehen wir noch. Vielleicht können wir hier vorne noch irgendwas machen? Ach, da ist doch unsere beste Freundin Zuka und schau. Oh, ich habe eine ganz böse Vermutung. Warte mal, geht das? Lily hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Sag bloß, das hat wirklich... Ja! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht dein Ernst. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Zuka schien Lily gar nicht zu bemerken. Lily nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zuka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Könnte aber durchaus jetzt passieren. Oh, Alter! Dafür liebte Lily den Garten. Täglich gab es neue Tierlaute zu hören. Oh, da ist auch wieder so ein lustiger Gnom. Ja, ich frag nicht. Ich frag einfach nicht. Bin ich da eigentlich irgendwie... Was haben wir hier eigentlich? Nee, hier haben wir nichts Interessantes. Ich muss doch Shawnee irgendwie beeindrucken können. Wie kann ich den beeindrucken? Gucken wir mal weiter um. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Stickerei, Raufaserwand, wir haben Tollkirschen, Murmeln, Zigaretten, Ballon, Ritterschwert, Muskete, Holzklotz. Warte mal, da fällt mir was mit Schwert ein. Wie komme ich denn da hin? Ach, da steht Kapu jetzt vor. Das war doch die... Psst, Lily, ich muss dich unbedingt was fragen. Was denn? Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Arme Lilly.